Eckehard Scheller, Heilpraktiker aus Neubeuern, wird uns jetzt, ich hoffe nicht, dass es Kriminalfilme sind, die wir da zu sehen bekommen, die Blutanalyse nach der Dunkelfeldmikroskopie von wahrscheinlich etlichen Leuten, die sich kontrollieren ließen, dass wir jetzt weiteres darüber erfahren werden. Und wir sind gespannt, was da für Resultate rausgekommen sind. Danke für Ihre Aufmerksamkeit für Eckehard Scheller. Also ich möchte gleich anfangen in der Form, dass ich nicht von allen Leuten, ich sage, ich glaube 60, 70 waren es bestimmt, von denen wir das Blut abgenommen haben, hier jetzt das Blut vorführen könnten, weil dann wären wir, glaube ich, in 3 Tagen immer noch da. Das ist nicht möglich. Ja, ich habe ein Blut ausgesucht, das nicht mal von einem der Teilnehmer hier ist, sondern das wir herausgefunden haben von einem Blut, das schon einige Tage alt ist, wo sich ein extremer Herd zeigt. Ja? Ich möchte Ihnen jetzt natürlich nicht nur diesen Herd zeigen, sondern grundsätzlich mal über das Dunkelfeld, das heißt über diese faszinierende Sichtweise unseres inneren Milieus, das heißt unseres Mikrokosmos zeigen. Die Belastungen unserer Zeit sind immens. Und ich könnte jetzt natürlich, und das werde ich auch teilweise tun, einige dieser Belastungen vorführen, Ihnen auf Fotos zeigen und bin aber der Letzte, der hier eine Katastrophe malt. Ja, wir können so vieles darstellen, was negativ erscheint, müssen aber auch verstehen, warum es überhaupt da ist. Gleich damit möchte ich beginnen, dass wir hier in einem Resonanzprinzip sind, wie mit allen anderen Dingen auch. Und das, was wir gesät haben, ernten wir. Das heißt, dass die Kollektivbelastung, von der wir hier sprechen, ist natürlich von uns selbst verursacht und muss auch von uns selbst wieder gelöst werden. Wir können Medikamente erfinden und es kommen immer neue. Ich bin total erstaunt auch, was ich an neuen Möglichkeiten finde, die also faszinierende Möglichkeiten bilden. Ich wage sie gar nicht auszusprechen, die tatsächlich eben ein Ordnungsprinzip im Organismus wiederherstellen. Aber ich denke, auch das kann nur bis zu einem Teil funktionieren, bis zu unserer selbstgeschaffenen Grenze, wenn unser Bewusstsein sich nicht erhebt über das parasitäre Denken, Handeln, Fühlen, wird sich nicht viel ändern. Es wird kein Krebsmittel geben, das Krebs heilt, weil die Ursachen so multifaktoriell sind, so vielschichtig sind, dass wir hier ganz sicherlich nicht ein Mittel finden werden. Ja. Es wird keinen Zaubertrank geben, ob er Nonisaft heißt oder Rechtsregulat oder wie auch immer. Es sind alles wunderbare Ansätze, die Teilerfolge haben, aber Ursachen, wie ich sie auch hier gleich darstelle, überhaupt nicht erreichen. Das heißt, wenn wir jetzt die verborgenen Dinge in uns, die sich durch diese Kollektivbelastung entwickelt haben, erkennen, dann brauchen wir eine Möglichkeit der Erkenntnis. Die Sichtweise in diesem Dunkelfeldmikroskop gleicht der Sichtweise mit einem fernen Rohr, in den Nachthimmel hinein. Und wir haben hier auch in der dreidimensionalen Schau die Möglichkeit, tief in diesen Mikrokosmos Mensch vorzudringen, hier in so einem Tropfen Blut herumzusurfen und die verborgensten Dinge zu erkennen, wenn wir verantwortungsbewusst das Blut nicht eine halbe Stunde später nach der Blutabnahme wegschmeißen, wie es meistens der Fall ist, sondern unsere Art entsprechend so lange untersuchen, wie das Blut lebt. Das heißt tagelang.